Ich habe letztens auch was Detective Conan geguckt, vom Kogoro Mori. Ist das derselbe Synchronsprecher? Ja gut, Synchronsprecher spricht ja mehr wie nur eine Rolle. Musst du mir nicht Siehst du erzählen. gerade. Ich bin Profi, was deutsche Synchronsprecher angeht. Naja, nicht ganz Profi, aber. Ich glaube, der Synchronsprecher von. Was habe ich gemacht? Was denn? Ich habe mir an den Kopf gepackt und dann kam eine Qualmwolke aus mir raus. Das ist Oh, ich habe bei meine Fähigkeit irgendwie aktiviert. dir. Ach so. Jetzt sind die Gegner alle markiert. Siehst du das auch? Ja, sehe ich. Ich habe nur die Frage, wo waren wir denn entlang gegangen? Auf der Karte gucken. Der Weg, der am breitesten ist. Das müsste dann der links sein. Ganz links. Ja, lauf du einfach vor. War das nicht hier? Also der weite Weg, der am breitesten war. Nee, hier Guck schon. war das nett. Nee. Zurück zum Matschzahn und dann links. Also du warst schon richtig. Lächerlich. Nein, endlich. Was ist das denn für einer? Was ist das für einer? Der war immun gegen meine Pistolenschüsse. Ja, die, am Anfang hat er ein Schild. Als Oh, ob da schon der das wieder. schon wieder ist. Achtung, LD. Okay, hab ihn weggemacht. Also gleich am Ende links und dann rechts. Also um den Block einmal rum. Echt? Ich meine schon, dass das der Weg war. Oder war das nicht hier? Ich glaube, Das war da, wo du hier. jetzt hin willst, war das nicht der optionale Weg mit den Herzen? Ja, mal einfach nur kurz gucken, weil den Eingang erkennen wir wieder. Ja. Macht Sinn. Muss ja irgendwo runterfahren. Doch, das ist der. Könnte sein. Müssen wir den Algorithmus dann aktivieren oder deaktivieren? Der muss aus sein, weil der Algorithmus sorgt dafür, dass du. Ja, wissen die ja richtig. Einmal hinsetzen, dann kannst du dich heilen. Gute Der Idee. Algorithmus sorgt dafür, dass man hinter der Tür rauskommt. Ach so. Das war dadurch, richtig? Raus. Gott, die Runde.
Ich will zuerst. Ja. Drück mir die Daumen. Bin in irgendeinem Gang. Ja, mit einem. Ich habe gerade herausgefunden, was passiert, wenn sowas schief läuft. Vor meinem Charakter war nämlich ein Skelett, das halb in der Wand drin hing. Also ich glaube, der wurde ein bisschen falsch teleportiert. Du bist irgendwo unten. Ja, das kann es gegebenenfalls sein, das war ein Gegner. Ich versuche mal irgendwie nachzukommen, mit etwas Glück. Oder? Ich bin schon wieder in dem Gang rausgekommen. Die kommen jedes Mal, wenn wir das mit dem Teleportieren machen. Ich komme immer an derselben Stelle raus. Nur diesmal brenne ich. Ey, ich war gerade am Nachladen, du Arschloch. Okay, was ist hier unten? Da ist der Rüstung. Was willst du? Okay, jetzt die Frage, was macht sie? Verringerte Schaden, Koloss, verringert halt einen Basisschaden 10%, wenn der maximale Gesundheit 10% fehlt. Achso, das ist sowas für Tanks. Quasi. Also für dich. Ja, die hat auch mehr Rüstung als die jetzige von mir zumindest. Ja, die hat ein ganzes Stück mehr. Oh, die sieht auch schon krass aus bei dir. Siehst aus wie mit... Dafür kann ich ja trollen. Ich wollte nur eine starke Nahkampfwaffe. Deine ist ja die aktuell stärkste, die wir haben. Du musst sie nur noch ein bisschen aufbessern. Sieht aber krass aus. Hat ein bisschen was von Fallout. Hier, Power Suit oder wie das heißt. Ja, die Power-Rüstung. Lol. Ja, dafür kann ich mal rollen. Dann mach ich so Bellyflop. Warte, ich hab grad was getrunken. Okay, das sieht geil aus. Aber man hat anscheinend trotzdem das Side-Fenster, weil der hat mir eben trotzdem keinen Schaden gemacht, obwohl ich nicht mehr rollen konnte. Ja, okay, kannst dich nicht rollen, du kannst dich nur hinwerfen, um auszuweichen. Also ausweichen ist aber immer noch da. Was haben wir denn noch hier? Was ist denn das hier? Warum ist das so rot? Das untere Teil des, das ist der untere Teil, da bin ich rausgekommen, das ist der untere Teil des Reaktors, glaube ich. Ah. Da liegen Skelette. Mhm. Naja gut, das mit dem Hinwerfen, es könnte schlimmer sein. Du weißt du noch, in Dark Souls 2, wenn man die Schildkrötenrüstung trägt und noch zwei Ultra-Großschwerter und man nur so einen Schritt nach vorne macht, statt auszuweichen. Oh, da können wir uns ja zum nächsten Ort wieder teleportieren, oder? Ja, wobei, können wir ja nicht, wir können ja... uns hier zu keinem Checkpoint teleportieren, sondern die müssen wir laufen. Aber hier ist schon mal der nächste Checkpoint. Das scheint hier aber auch eher so ein Nebending zu sein, also das ist jetzt... Wir konnten doch zu dem Ding reisen, wo wir den Bossnebel hatten, oder nicht? Ja, nur unter letzten Checkpoint. Ah, okay. So funktioniert das also. Steht bei mir die ganze Zeit, warte auf restliche Spiele. Ah, schon wieder? Ja, ist nicht schlimm. Habe ich letztes Mal auch die ganze Zeit ignoriert. Was
So, wo war dann nochmal der schnellste Weg? Ja, gut, dass ich jetzt auch herausgefunden habe, wie man die benutzt. Das ist sehr gut. War zwar aus Versehen, aber okay. Ach, guck mal, wie sie da überall hängen. Ja, kommen wir ja vorbei, weil wir müssen ja hier lang. Da oben hängt auch einer. Könnte länger halten. Hier vorne war doch der Ausgang irgendwo, oder? Ja, hier vorne gleich links. Glaubst du, in dem Spiel gibt es auch Wärme, die ich beim Bosskampf einsetzen kann? Ja, garantiert. Und vorhin nochmal schön Öl baden. Man hat ihn noch fast gekillt, den Scheiß. Ja, das war super. Aber hat ja eigentlich auch nur Sinn gemacht, da hat kein Schwan dran gedacht. Ach, das heilt doch. Ja, aber Feuer und Öl hat man nicht dran gedacht. So, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt eben bekommen. Direkt in Vitalität. Verfluchte Station. Okay, wird der Boss krass? Ich hab keine Ahnung. Der erste Boss war halt extrem chaotisch. Der zweite war einfach nur nervig, dieses in der Kathedrale. Oh, mit Cutsequenz. Geil. Oh Gott. Wir haben auf dem Boden aber wieder so Sprengdinger. Aua. Okay, ich verstehe, wie der Boss läuft. Er verdoppelt sich, aber er bekommt dann auch mehr Schaden. Verstehe. Oh, mit dem, der da steht.
Okay. Alter. Alle Taschen voll. Ich habe keine Heilung mehr. Ich bin tot. Das mit der Heilung haben wir zu spät kapiert. Ja. Ich glaube, sonst hätten wir schon beim ersten Mal geschafft, hätten wir das vorher gecheckt. Aber ja. Gut, dann auf ein nächstes Mal. Holy shit. Bei mir ist einer, der sich heilt. Ich muss nachladen. Ich bin umzingelt. Alter, ich konnte mich nicht heilen. Ich wurde jedes Mal getroffen davon. Ich habe 3 von diesen Wellen hintereinander abbekommen, während ich versucht habe, mich zu heilen, weil die Animation so lange dauert. Oh, gut nachladen. Ich kann auch seine Lebensleiste nicht mehr sehen. Oh, das reicht. Weg! Oh, fuck. Ach, fuck, Alter. Als ob. Ey. Alter. Das ist so ein Bullshit mit diesen komischen AOE-Angriffen. Geht eigentlich. Ich muss damit echt mal aufpassen. Ich werde jedes Mal davon getroffen, von dem Scheiß. Warte, können wir nochmal kurz ins Lager zurück? Ich würde gerne für meine Pistole die Fähigkeit des Heilers haben. Die Erweiterung statt das Markieren. Hier kommen wir wieder zurück. Hierhin kommen wir zurück. Weil dieses Siegel mit dieser Heilaura 10 HP pro Sekunde, 10 Sekunden lang oder so war das, keine Ahnung, die könnte helfen. Und zu treffen könnte auch helfen. Ich glaube, ich habe 3 Schüsse daneben gegeben. Warte, das mit der Schüttelpflanze, geht das auch für Bosse? Wenn der sich 10 Sekunden lang nur auf den Baum konzentriert? So, um den anderen zu regenerieren? Ah nein, gegen mächtige Gegner wirkungslos. Mist.
geht. Ah, sicher. Pass da draußen gut auf dich auf. Wonach schaust du da gerade? Guck gerade, wie man Glühfragmente kriegt. Hey du. Mach's gut. Ich habe keine Lust zu reden. Hey, du. Was brauchst du? Das ist wahrscheinlich erst was für später, so. Pass da draußen gut auf dich auf. Gerade am Anfang des Kampfes haben wir die Möglichkeit, dass er erst noch ein bisschen auf uns zukommt. Da werde ich mal den Wutstaub machen, dass wir so kurz diese Wolke haben, in der wir mehr Damage dealen. Dass wir in den ersten Momenten des Kampfes ihm nochmal richtig gut drücken können. Da werde ich nochmal schnell Feuer auf mein Gewehr machen, das habe ich ja auch drauf. Und dann versuchen, so viel Schaden wie möglich in den ersten Sekunden des Kampfes zu machen. Ein dritter Spieler wäre jetzt auch noch ganz nützlich. Hast du geschaut, wo man die Fragmente herbekommt? Ja, das ist aber anscheinend eher so Late-Game-Dinge. Also ich hab's nur kurz geguckt, dazu gab's ein Video, wie man die Scheißdinge abwarmt. Ah ja. Was genau macht man mit denen nochmal? Zum Beispiel kannst du bei den Root-Schiss-Typen da... Das sind keine Rüstung, sondern Rüstung-Skins anscheinend. CSGO. Kannst du damit holen und so weiter, unsere Teile. Im letzten Checkpoint. Das Problem ist, wir kämpfen zwar gegen viele Gegner, aber wir besiegen ja keinen einzigen von denen, deswegen bekommen wir auch, glaube ich, nicht viel Erfahrung, oder? Um noch irgendwie jetzt jedes Mal mit Erfahrungspunkten stärker zu werden gegen den. Wie denkst du das, wenn du Survival Mode spielst? Oder auf Hard, Nightmare oder Apocalypse müsste Kampagne spielen, dann wird es ab und zu gedroppt. Mhm. Okay, direkt am Anfang, wenn wir drin sind, mache ich den Wutstaub. Okay, erstmal schön warten, bis die Ausdauer regeneriert ist und los geht's. Alter! Halt. Konnte ich nicht. Die dritte war gerade so nah dran, dass es von der Animation nicht mehr gereicht hat. Alter!
Ach, na geht doch. Es. Hab keinen Platz. Also, ich würde sagen, hab keinen Platz. Diesmal konnte ich ein paar von diesen AOE-Angriffen ausweichen und schnell genug weg, um mich zu heilen. Sonst wäre ich wieder down gewesen. Ich hab einfach getankt. Das passt nicht mehr. Das ist echt gut. Stell dir mal vor, du hättest die andere Klasse genommen. Ich glaube, mit der hätten wir Probleme gehabt zu zweit. Praktisch, hab ich gesehen, wenn du die anzündest, kriegen die auch die ganze Zeit Damage. Das heißt, ich habe so einfach so viele wie möglich angezündet und hab die ganze Zeit Damage gekriegt. Ja, habe ich auch ein bisschen versucht, aber mit dem Scharfschützengewehr, weißt ja, immer nur einen Schuss dann nachladen, das ist schon problematisch gewesen. Der Damage hat zwar gestimmt, aber wenn man dann auch mal nicht getroffen hat. Ich hab nach mit der Schrotflinte draufgeschossen. Kiste. Hast du dir für deine Schrotgewehr eigentlich auch so eine Erweiterung noch geholt? Ich höre da doch etwas. Ich habe ja jetzt alle drei. Ich habe jetzt auf jedem eins drauf. Mit der Pistole markieren und mit dem Gewehr Feuer. Ich fand die jetzt halt nur nicht so, so. Also die bisherigen jetzt nicht so geil für eine Schrotflinte. Also. Ja, gut, das Heilding habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Das habe ich jetzt noch nicht benutzt. Aber das mit dem. Gegner markieren dauert halt ein bisschen, bis es aktiviert ist. Das mit dem Feuer geht schon schnell. Wäre cool, wenn man die zweimal haben könnte, dass du auf beiden Waffen Feuer machst. Ah, ich glaube, das hätte für den Schrotflinte wäre das nicht so gut, weil du hast keine Feuerkadenz. Ah, ist mir hier gespawnt. Wait. Und wo müssen wir dann hin? Unten rechts, oder? Nee, hier, guck mal. Ja, das ist der Shortcut. Ja, den habe ich gerade aufgemacht. So. Okay, hier sind noch unentdeckte Gebiete jetzt, oder? Weil, wenn du auf die Karte schaust, unten rechts der Ausgang, der ist noch ein bisschen grauer als die anderen. Der ist noch ein bisschen dunkler. Deswegen glaube ich, dass wir da noch nicht dran gestanden haben. Ist möglich. Kann man da gleich gehen. Aber erstmal am Checkpoint lassen. Aber wir können zurück in die Basis, wir haben ja irgendein Material gekriegt. Jo. Oh, wieder sowas für eine neue Erweiterung? Ja, möglich. Vielleicht ja was Cooles, vielleicht ja das gleiche, was der Boss konnte. Wir duplizieren uns einfach. Zellteilung. Dann befehligen wir eine ganze Armee. Dann machen wir Remnant the Clone Wars. Den Hüter des Labyrinths finden. Keine Ahnung, wer das ist. Andere Frage, wo das ist. Zieh weiter. Was? Ja? So, oh ja, Flimmermantel ist das neue. Umgibt den Zauberwirkenden mit einem magischen Schild, der bis zu 50% seiner maximalen Gesundheit an Schaden durch eingehende Angriffe absorbiert. Taumeln verhindert, bleibt 15 Sekunden lang bestehen. Okay, also 15 Sekunden Schild, 50% deiner maximalen Gesundheit hat er. Und hält 10 Sekunden. Ist doch cool. Klingt tatsächlich ziemlich gut. Also für die Shotgun würde ich auch sagen, dass das was für dich wäre, oder? Weil du mit der Shotgun ein Schild noch hast mittendrin? Ja. Hey, du. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Du kannst übrigens, wenn du noch eine Waffe aufbessern willst, du kannst 8 geschmiedetes Eisen bei der einen Frau kaufen, die uns die erste Waffe gegeben hat. Das habe ich eben schon gemacht, um mein Gewehr noch einmal einen Ticken mehr zu geben für den Boss. Ich glaube, den Schild kaufe ich mir auch mal, für den Fall, dass wir wieder zu einem Boss kommen. Da könnte das nützlich sein. Dann wollen wir mal sehen. Sind wir hier fertig? Zieh weiter. Ich wollte gerade fast schon wieder auf die 1 klicken. Das sollte verboten sein, dass man hier in der Basis Items benutzen kann. Bei der kannst du dir geschmiedetes Eisen holen. Sieht meine Waffe jetzt anders aus, meine Schrotflinte? Die linke? Irgendwie schon. Ja, die sieht echt anders aus. Das heißt, die Mods, die sieht man auch.
Nein, ach, siehst du? Genau das. Es sollte verboten sein. Lass es gehen. Es sollte einfach verboten sein, hier drinnen sowas zu benutzen. Mal sehen, was wir hier. Hast du neue Verbrauchsitems, die man mitnehmen kann? Oh, du hast tatsächlich was Neues, oder? Füll dir nicht zu viel auf, weil bei dir ist es anscheinend Geldverschwendung. Kühlmittel, löscht den Effekt Brennen und erhöht Feuerwiderstand um 30%. Bleibt 10 Minuten lang bestehen. Ich glaube, davon hole ich mir mal welche. Wer weiß, wann wir es mit Feuergegnern zu tun haben. Für den Fall, du kannst mich natürlich auch anzünden, das ist ja auch ein Problem, aber du weißt schon. Okay, was du meinst. Oh, Schmuckstücke! Ring des Admirals, erhaltener Schaden wird um 300% erhöht. Verursachter Gesamtschaden wird um 50% erhöht. Also du bekommst 300% mehr Schaden, aber machst 15% mehr Schaden. Nicht nur weit. Andere Sachen. Warum hast du dich gerade so gefreut? Ich will mal kurz was zu trinken. Klingt schon geil. 300% mehr Schaden kriegen, das hört sich schon geil an. Gut, dass ich was zu trinken, die Sau. Aber das macht nichts. Ich habe noch meinen Eistee hier. Wobei der jetzt nicht mehr so eisgekühlt ist, weil es hier drinnen verdammt warm ist. Warm ist es echt. Halbe Stunde kümmern wir noch. Dann. Alles klar. Du gehst voran, weil ich habe keine Ahnung, wo du hin willst. Das müsste hier sein. Ja, sieht so aus von der Karte. Das ist rechts dieser orangene Punkt, der blinkt und... ist noch abgedunkelt, das Ende. Also das sind wir noch nicht direkt gewesen. Den hast du gegeben. Ja, 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 ja. Die Pistole macht aktuell gut Damage. Das Gewehr natürlich noch mehr, aber wir sind hier gerade in einer Ecke mit ganz schwachen Gegnern. Ich glaube nämlich, hier sind wir noch nicht reingegangen. Hier sind wir jedes Mal vorab gebogen. Mein PC gibt wieder richtig Power. Die erstickende Vertiefung, ja, das ist ein Name, der gefällt mir. Okay, ach du Schande. Guck dir mal das da oben an. Was ist das denn? Nach dem Bossraum aus. Das sieht mir aus, als ob hier so ein Nachfolger ist von Code Vein. Der hat ja auch mal so eine Kugel drüber. Ja. Wahrscheinlich ist das der Boss, den wir zuerst machen sollten. Und die anderen sind zu schwer gewesen. Oh, der Baum. Es ist tatsächlich Dark Souls 3. Ich bin mal gespannt, ob sie von Code Vein irgendwann mal einen Nachfolger machen. Oh, hoffentlich. Als fühlt es sich eigentlich an. Okay. Wir kämpfen gegen die Blair Witch.
Weil wir Es ist Cthulhu! Es ist ein Baum-Cthulhu! Wie heißt die nochmal aus Herr der Ringe, die Bäume? Oh, das weiß ich nicht. Herr der Ringe ist nicht so mein Thema, leider. Ach stimmt, die heißen auch End. Ach, der macht auch so ein AOE. Oh, der Angriff ist fies. Er tut die Bombe fallen lassen. Oh ja. Oh, der hat mich richtig hart weggesprengt. Echt? Ja. Da ist irgendwas ist direkt auf mich geflogen und hat mich in die Luft gejagt. Oh, guck mal, wie schön er wartet. Okay, jetzt weg. Lauf! Fuck, dieser blöde Verseuchtstatus. Au. Geil. Wurmdrüse. Alle Taschen voll. Geste freigeschaltet, jubeln. Es gibt Gesten? Anscheinend. Das schneller Finger, Nachladegeschwindigkeit. Das passt nicht. Na gut, weiter geht's. Ja, warte, warte, ich habe gerade noch Munition eingesammelt. Und weiß ja nie. Ich bin immer noch verseucht, ich bin am Husten. Hoffentlich kommt da gleich ein Kristall. Ja, wird's ja wahrscheinlich, weil anscheinend gehen wir jetzt wieder ins nächste Gebiet. Am Anfang vom nächsten Gebiet ist immer was. Also das waren alles nur optionale Bosse, bis auf der hier jetzt. Ich glaube, den News mussten wir echt machen. Weil der Salz... So aus der Nahe aus, oder? War ein ja. großer Bossraum. Ja, das war halt scheinbar der Hauptweg, der weitergeführt hat aus der Stadt. Ja gut. Ist doch gut, dass wir erstmal was anderes gemacht haben, oder? Corona, ja. Ja, war gut. Aber der war auch bei weitem einfacher wie der andere. Ja, wie alle anderen war der einfacher irgendwie. Ich bin am Husten. Ja, komm ran. So, können wir jetzt wieder was Geiles herstellen? Garantiert. Hoffentlich mal eine Waffe oder so. Ja, bestimmt hier, Cthulhu, was gibt's denn da hier? Amygdala-Arm aus Bloodborne. Es gibt ja Bosswaffen. Ja, aber wird das so sein wie bei Dark Souls, dass du dir, dass du die Bosswaffen hast und dir denkst, ja gut, wozu soll ich die machen? Scheiße. Sehen zwar geil aus, klingen geil, aber wirklich nützlich sind die nicht. Man war so enttäuschend, dass die Bosswaffen meistens schlechter waren, wie ganz normale, die du gefunden hast. Ja, das ist echt schade. Du hast den End getötet. Du hast den End getötet, sagt sie. Oh ja, Sporenwerfer als neue Waffe. Feuert eine explosive Kugel ab, die innerhalb von 3 Metern 25 Fäulnisschaden verursacht. Und eine tödliche Gaswolke hinterlässt die Gegner 7 Sekunden lang verlangsamt. Schaust du es hier mal an. Ja? Brauchst du was? Was brauchst du? Also jetzt nicht so unbedingt für mich. Hm? 200 Schaden? Ja, gut. Also sie ist genauso stark wie mein Scharfschützgewehr, das ich jetzt
aufgebessert habe, deswegen werde ich erstmal bei meinem bleiben. Aber an sich ist das eine ganz gute Waffe. Ja gut, hat aber auch nur einen Schuss im Inventar, aber für die Kugel, ja gut, das ist dann... Ist halt auch, macht halt eine AOE-Gaswolke und so. Nicht entfernbar. Da draußen gut auf dich auf. Wie lange hattest du noch? Weil jetzt haben wir gerade einen großen Boss besiegt. Jetzt wäre eigentlich ein guter Punkt dann zu pausieren. Was passiert, wenn ich dich treffe? Naja, warte. Ja, ungefähr so wie das. Aber das macht halt echt gar nichts, die Pistole. Ist das die neue Waffe? Ja, das ist die neue. Was ist das denn mit der Explosion gewesen, was da stand? Das ist wahrscheinlich, wenn man auf Gegner trifft, oder? Könnte sein. Rollt eine Explosionskugel ab, die innerhalb von 3 Metern... Oder vielleicht über größere Reichweite. Schieß mal quer durch den Raum. Vielleicht. Je größer die Reichweite ist, desto mehr passiert da. Oder vielleicht mal kurz am Feuer rasten oder so eine Kacke. Ja, jetzt. Pass auf. Jetzt F drücke. Alter, wie Granate, das Ding jetzt. Dann erzeugt sie dort diese Wolken, wo Gegner dann. Fäulnis und Schaden zu bekommen. Aber mir passiert nichts. Okay, das muss aber aufgeladen werden. Du hast dann. Ich habe quasi nur 2 Schuss damit. Es kann sein, je mehr Schaden ich mache, desto mehr kriegt man dann wieder oder so eine Kacke. Ich glaube, das lädt auf. Wie, oder über Zeit, wie die Fähigkeiten. Naja, wird man sehen. Alles hier fehlt noch ein Schießstand oder so mit einem Dummy. Gut, dann würden wir jetzt beenden, oder? Ja, oder? Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Remnant from the Ashes hier auf Mutsum LP. Bis dann. Bis denn.